SharePoint-Podcast, Ausgabe 435 vom 3. Juni 2022. Rainer Farb! SharePoint-Podcast. Das auditive Update für den engagierten SharePoint-Anwender. Themen, Trends, Tipps, Tricks, Talk. Am Mikrofon Michael Greth. Ja, zuverlässig wie fast jede Woche. Kann ich das überhaupt noch sagen? Ich weiß es nicht. Ja, herzlich willkommen zur 435. Ausgabe des SharePoint Podcasts. Nach einer längeren Pause bin ich mal wieder da. Hat nichts damit zu tun, dass ich irgendwas gegen den Podcast hatte, aber es gab viele andere Sachen. Und aber nichtsdestotrotz, so ein altes Schlachtross wie der SharePoint Podcast, der ja am 7.2. diesen Jahres 17 Jahre alt geworden ist, ist nicht unterzukriegen und so langsam kommt auch wieder der Bock am Podcast, nicht nur am Video machen. Und insofern sind wir wieder da. Ich freue mich, dass ihr mit dabei seid. Und wir haben auch ein tolles Thema vorbereitet. Das heißt, wenn ich sage wir, freue ich mich natürlich heute mal live in dieser Session. Deshalb, wir haben gar kein Interview gemacht, sondern wir sind tatsächlich live zusammengeschaltet. Ich sage nur Talking Insights für alle, die sich seit vielen Jahren mit diesem Podcast auskennen. Mein lieber guter alter Freund Markus Ratz ist heute mit dabei. Hallo Markus. Hallo Michael, schön. Es ist wie in alten Zeiten, nur viel virtueller. Ja, genau. Aber wir haben uns tatsächlich auch in der Zeit der Corona-Pandemie das ein oder andere Mal gesehen, nicht nur virtuell, sondern tatsächlich auch physisch. Damit kann ich nochmal einen kurzen Rückblick geben auf das erste Halbjahr, was so abgelaufen ist. Da wollte ich euch noch zwei, drei Dinge erzählen. Also mit den 17 Jahren Podcast habe ich euch schon erzählt. Das hat mich dann auch motiviert, auf dem Audio-Barcamp 2022 in diesem Jahr mal eine Session zu machen, die sich mit den Anfängen des Podcasting in Deutschland aus dem Jahre 2005, 2006 beschäftigt hat. Ich bin da mal in meine alten Archive eingestiegen und habe, angefangen vom Van Hoff über Schlaflos in München bis zu Adam Curry und sonst noch was rausgegraben mit alten Soundbeispielen. Ist interessant, was man tatsächlich online noch findet und vor allen Dingen, was man auch tatsächlich online nicht mehr findet. Ist sehr interessant. Ja, war richtig cool, ist auch gut angekommen und als Feedback von der Session habe ich dann bekommen, das müsste man noch einfach mal ein bisschen intensiver machen, damit man weiß, wie das Ganze angefangen hat. Ich meine, als wir gestartet haben mit Podcasting, da war das völliges Neuland für uns. Und heute ist das gang und gäbe. Man sieht es überall. Es gibt tausende, Millionen von Podcasts. Jeder macht einen Podcast. Es wundert mich immer wieder, wenn ich tatsächlich so Einsteiger sehe. Wir machen jetzt nochmal einen Einsteigerkurs und es werden Dinge diskutiert, die wir eigentlich vor 17 Jahren auch schon diskutiert haben. Aber da will ich gar nicht weitermachen. Ich werde sicherlich eine Episode mal machen, die jetzt hier komplett auch mal in die Historie geht. Und das Zweite, was wir gemacht haben, das war wieder ein größeres Videoprojekt. Business TV nannte sich das. Hatten wir Ende März 3 Tage hintereinander, jeweils einen Tag, eine Stunde, mit sehr viel Vorbereitung Sendung gemacht zu Schwerpunktthemen Data und AI, Power Apps und Microsoft Viva mit dem Background Microsoft-Partner mal zu zeigen, wie sie vielleicht sich selber visuell mit Videoformaten live oder als Aufzeichnung präsentieren können. Ihr könnt euch das Ganze angucken, aka.ms/btv ist die URL gewesen, auf der auch noch die Aufzeichnung der ganzen Sendung und sehr viel Material, Hintergrundmaterial, wie man so eine Sendung produziert, wie man Ablaufpläne kriegt und so weiter und so fort verfügbar ist. Ja, und Markus, du warst ja auch mit dabei, zwar nicht ganz so wie geplant, aber trotzdem warst du auch mit dabei. Das stimmt, mich hat die Pandemie zurückgehalten, einen ganzen Tag zu moderieren, denn das fand ich auch gut an dem Plan. Es wäre ja live aufgezeichnet worden. Also genau, was du immer sagst, der Reiz eines Live-Events ist eben einfach nicht zu unterschätzen. Das hätten wir gerne live bei Microsoft in Berlin gemacht. Und nun hat Microsoft aber sehr, sehr starke Anforderungen über die körperliche Gesundheit derer, die da mitmachen. Und ich war noch einen Tag zu viel positiv und bin deshalb nur mit einem kleinen Einspieler vom Krankenbett involviert gewesen. Aber ihr habt das auch unheimlich super hingekriegt.
Genau, so schlecht, so schade es war, dass du das nicht live machen konntest. Trotzdem war es im Nachhinein gesehen auch nochmal eine ziemlich coole Erfahrung, weil wir hatten das natürlich alles so mit dir geplant. Du hattest auch alles vorbereitet, die Ablaufpläne, die Moderation, die Beiträge und so weiter und so fort. Und dann so innerhalb von 2 Tagen, ich kann jetzt leider doch nicht kommen, mussten wir das dann sozusagen umstricken. Und da haben wir eigentlich, haben wir das auch wunderbar gemacht, weil wir haben schnell einen Ersatz gefunden, der das auch super übernommen hat. Und wir haben dabei aber gerade festgestellt, dass die Vorarbeit, die wir geleistet haben, einfach unheimlich hilfreich war, weil man sich dann schon auf Basis dieser Vorarbeiten hinsichtlich Moderation, Ablaufpläne und Themen, die man diskutieren wollte, sehr schnell auch einarbeiten konnte und trotzdem noch einen individuellen Aspekt mit reingebracht hat. Und dich haben wir auch noch live mit reinbekommen, weil wir natürlich gesagt haben, okay, dann holen wir den einfach mit live rein und haben auch diese Live-Schaltung mit eingebaut. Also es hat sehr viel Spaß gemacht. Insofern, Video hat mich eigentlich auch in den letzten 1,5 Jahren sehr schwerpunktmäßig mehr beschäftigt mit Livestreaming und was wir alles so gemacht haben. Insofern ist dieses reine auditive Podcasting etwas in den Hintergrund geraten, obwohl ich mir so ein schönes Tascam Mixcast gekauft habe, diese Alternative zum Rodecaster, das mit all diesen Gags und Dingen ausgestattet ist, was mich jetzt tatsächlich als Mischpult seit 1,5 Jahren hier auch komplett begleitet. Und insofern produzieren wir das heute mal direkt hier rüber und ich produziere das heute mit Riverside.fm. Früher haben wir diese Remote-Sachen immer aufgezeichnet über Skype-Interviews oder ähnliches, dann mal eine Zeit lang mit StreamYard. Aber mit Riverside machen wir das heute videomäßig. Wir beide sehen uns hier komplett. Es wird auch komplett als Video aufgezeichnet. Aber die Audiospuren werden dann jeweils auf dem lokalen Rechner abgenommen und separat hochgeladen, sodass wir in der Postproduktion auch hier noch mit dem Podcast was machen können. Viele andere nutzen Riverside FM auch schon. Ich hatte bisher noch keinen Zugang sozusagen richtig dazu, habe das aber jetzt in Vorbereitung auf diesen Podcast mal gemacht. Und insofern gucken wir mal, wie das Ganze wird. Es ist also tatsächlich mit einmal Test und dann live gegangen. Und wir gucken mal, wie das funktioniert und werde auch gerne noch ein bisschen weiter darüber reden. So, lange Rede, kurzer Vorrede, aber das muss auch mal ein bisschen sein, dass wir ein bisschen aufarbeiten. Worüber wir uns heute unterhalten wollen, das ist zum einen die Microsoft Build, die ja vor 2 Wochen oder letzte 1,5 Wochen stattfand, wieder als große virtuelle Konferenz plus real Menschen vor Ort mit Live-Events, Spotlight. Da wollen wir uns einmal über die Inhalte der MS Build ein bisschen unterhalten. Was waren so unsere persönlichen Highlights? Dann wollen wir mal, weil du, Markus, warst ja hier in Berlin auf dem Spotlight-Event im Westhafen. Ich konnte leider nicht kommen, aber du hast halt diesen hybriden sozusagen Event gesehen, wie Microsoft das organisiert hat. Da gibt es sicherlich ganz spannende Erkenntnisse. Ich war auch mittlerweile auf einem Meetup, Mini-Konferenz vom AMS Summit hier in Berlin, den wir aus dem Technologie-Hub von der Telekom gemacht haben. Das war auch so als hybride Event geplant, habe ich auch ein paar Feedbacks dabei, weil ich denke mal, dieses Thema hybride Events beschäftigt ja zurzeit viele, die sagen, wir kommen wieder zurück, treffen uns live, aber wie können wir dann diese ganzen Remote-Technologien dann machen? Also das wird unser zweites Thema sein und dann gebe ich euch noch ein paar Ausblicke auf diese Live-Events, die in Zukunft stattfinden, weil in diesem Monat. Und ist es bei dir auch so, jeden Tag treffen irgendwie 2, 3 Einladungen ein, wo man sich in diesem Monat und nächsten Monat schon wieder live in Berlin treffen kann? Das stimmt. Aber wer es mal gemacht hat, der wird natürlich sagen, also das erste Mal nach der Pandemie ist wirklich immer am allerschönsten. Ich hatte das bei der Data und AI-Konferenz in Frankfurt. Auf die hat sich fast kein Kunde verirrt, wie man sie eigentlich dort erwartet hätte. Aber alle Kollegen aus der Branche sind sich quasi in die Arme gefallen dort unter Missachtung aller Hygieneregeln. Die Masken flogen nur zur Seite und man knutschte sich ab, soweit ich hörte, ohne schlimme Folgen. Aber es war ein so schönes Gefühl, tief und komplett befriedigend, trotz der schwierigen An- und Abreise, die natürlich eben virtuell komplett entfällt. Und ich weiß, was ich sage, denn ich bin da mit dem ICE Sprinter von Berlin nach Frankfurt am selben Tag hin und zurück gefahren. Es hat auch sogar ganz gut funktioniert, aber hat natürlich enorm Zeit geschluckt. Ja. Aber es hat sich unterm Strich sowas von gelohnt. Ja, und diesen Effekt wollen natürlich alle ausnutzen für mehr und mehr Events. Und wir werden ja heute von 2 davon berichten. Also man muss wirklich wieder, ich sag's mal, den Po hochbekommen und dort auch hingehen.
Aber mittlerweile geht das, also sag mal, ist es ja nie mehr so absolutistisch, weil es sind ja alle Events eigentlich hybrid. So wie du es übrigens schon lange vorausgesagt hast. Ja, na, du bist ja nicht nur mein, seit vielen Jahren mein absoluter Berater und Fachexperte für das ganze Thema Data und BI. Was mir nämlich gerade in der letzten Woche aufgefallen ist, was mir tatsächlich überhaupt nicht auf dem Radar hatte, es gab ja wieder mal eine Hannover-Messe. Sie läuft. Ja, die läuft. Und da sind tatsächlich Menschen auf der Messe gewesen. Und da musste ich natürlich dran denken, dass wir, ich weiß nicht, haben wir das vor der Pandemie 3 Jahre oder 4 Jahre, sind wir jedes Jahr auf die Hannover-Messe gefahren, haben unseren Rundgang gemacht und haben uns dort umgeschaut mit Livestream von der Hannover-Messe. Das fiel mir so auf. Ich dachte, Mann, das ist ja irgendwie gute Erinnerung. Aber wenn es im nächsten Jahr wieder ist, dann fahren wir mal wieder hin. Das war, ich habe, glaube ich, auch ganz spannende Sachen da schon gesehen. Microsoft war auch mit dem Stand vertreten. Also, ja, hoffen wir mal, dass es so weitergeht. Ja, wie gesagt, die erste Konferenz, die du jetzt mitgemacht hast und die auch online mitgemacht hast, war halt die Microsoft Build, die alljährliche Entwicklerkonferenz. Was war denn dein Highlight von der Konferenz aus der Sicht von BI Data? Naja, was ich sagen muss, ich bin ja auch in der letzten Zeit, so wie du ja auch dich so ein bisschen vom SharePoint entfernt hast, habe ich mich so ein bisschen, nicht wirklich entfernt, mehr so verbreitert, hin zu Power BI, was ja eigentlich immer noch so ein bisschen abschätzig gesehen wird, als auch das ist ja bloß der lustige, bunte Client vor dem ganzen Data-Krempel. Ja? Natürlich eine enorme Community hat Power BI, da gibt es ja alles, da gibt es eigene Meetups, da gibt es jede Menge Podcasts und Videos und so weiter, und ich gehöre ja auch dazu mit meiner Videoserie auf LinkedIn und LinkedIn Learning. Ja, aber ich habe mich eben mehr und mehr mit Power BI beschäftigt, und da muss ich sagen, ganz tolle Sache, da ist wirklich, da sind echt radikale Dinge passiert, die jetzt im Build leider, das ist das Verrückte, gar nicht wirklich angekündigt wurden. Ich rede von den Power BI Data Marts. Wer sich mal zum Beispiel auf YouTube umsieht oder so, entdeckt eine Unmenge von Videos von den üblichen Verdächtigen, Guy in the Cube, Radarcard, die in der Szene einen großen Namen haben. Alle quatschen sich den Mund fusselig über Power BI Data Marts, und wer mal guckt, die sind auf der Build gar nicht wirklich vorgestellt worden. Das ist nur der Termin, den sie genutzt haben. Das wollen wir schaffen, dass sie zu Build endlich veröffentlicht werden können. Und es ist ein Beispiel für eine Funktionalität in Power BI, die sie unglaublich lange unter dem Radar gehalten haben. Die also nicht durchgetropft ist, wo nicht verhandelt wurde, das kommt demnächst, wissen wir doch alle, ja, sondern das wurde wirklich geheim gehalten. Ich habe mit Microsoft-Kollegen gesprochen und habe gesagt, Leute, ich will da gleich was drüber machen, wenn es rauskommt, bitte gebt mir doch schon so ein paar Infos. Aber selbst die MVPs hat man mit Erschießung im Morgengrauen vor dem Stadttor gedroht, wenn sie irgendwas darüber verraten. Und nun ist es aber da, also eben wie gesagt, keine große Verkündigungspräsi auf der Build selbst, aber alle Schleusen sind geöffnet seit der Build, und es wird wie verrückt darüber berichtet. Soll ich mal kurz sagen, was das ist eigentlich? Das ist nämlich, im Grunde ist es eine Funktionalität, die Power BI sehr viel erwachsener macht. Denn wenn ich normalerweise Power BI baue, dann baue ich das in meinem Power BI Desktop. Ja, und in dem lade ich meine Daten rein aus den verschiedenen Quellen. Und für dieses Laden gibt es diese Funktion Power Query. Die ist auch, das ist so ein ETL-Tool, eigentlich sehr, sehr professionell schon. Das ist in Power BI eingebaut. Und dann lade ich diese Daten rein. Und wo landen die? Nur in meinem Datenmodell im Power BI-Bericht. Dann kann ich da tolle Power BI-Berichte drauf bauen, aber das war's eigentlich schon. Ja, das ist für einen Business-User auch genau richtig. Aber alles, was ich da mache, alle Logiken, die ich beim Einladen anwende, all das ist in meinem Power BI gekapselt. Ich kann es dann nehmen, ich kann es im Internet veröffentlichen, dann können auch andere da Berichte drauf bauen. Ja, das geht alles. Aber was die Leute sich gewünscht haben, ist, dass man auch als Business-User etwas bauen kann, eine Datenschicht bauen kann, mit der andere Leute im Unternehmen noch faszinierendere Sachen machen können. Und eigentlich hätte man am allerliebsten eine SQL-Datenbank gehabt, ja, als Zwischenschicht. Eine SQL-Datenbank in einer schön einfachen Struktur, ja, so Sternschema mit Faktentabellen, Dimensionstabellen, ganz vereinfacht, mit guten, von mir gesäuberten Daten. Das wäre eigentlich der Wunsch gewesen, wobei viele gesagt hätten, ach, SQL kann ich gar nicht so richtig. Ja, und Data Marts machen genau das möglich. Ohne Azure haben zu müssen, also es läuft natürlich auf Azure, aber ich muss kein Azure-Abonnement dafür einrichten. Ich brauche nur meine Power BI-Lizenz
leider großer Downer für viele, das ist ein Premium oder Premium per User Feature. Also Power BI Pro, was jeder hat, quasi reicht nicht dafür aus. Aber wer Premium oder Premium per User hat, der kriegt quasi eine SQL-Datenbank in Power BI umsonst dazu. Und die kann er von Power BI von der Web-Oberfläche aus modellieren. Mhm. Ja, also er baut Tabellen in der Web-Oberfläche, er belädt diese Tabellen mit Power Query, wie ihr es eben vielleicht auch schon kennt. Und damit baut er eben kein richtiges Data Warehouse. Da hat Microsoft ganz clever sich mal umgesehen und gesagt, Moment mal, wenn wir das Ding jetzt Power BI Data Warehouse nennen, dann kriegen wir richtig Ärger mit den Theoretikern. Wir nennen es Power BI Data Mart. Das ist ja faktisch der Tante-Emma-Laden, während das Data Warehouse das Warenhaus ist. Ja. Also ein guter Begriff. Und das wird in Zukunft, das ist jetzt ein Preview, kann ich per Mausklick einschalten. Das wird bei ganz vielen ja, erwachseneren Power BI-Modellen dazwischen liegen, zwischen eben den Quelldaten und den Berichten liegt jetzt eine richtige SQL Azure Datenbank, die man übrigens auch von anderen Tools genau wie eine SQL Azure Datenbank nehmen kann und öffnen kann. Selbst mit dem beliebten Management Studio können die Entwickler draufgehen und können sich auf dieser Datenbank amüsieren, die aber nicht von ihrer IT gehostet wird, sondern die wirklich die Business User geschaffen haben. Es ist also ein bisschen die perfekte U-Boot-Lösung, kann man sagen. Aber hey, das ist doch das, was Microsoft eigentlich möchte. Und das wird viel verändern bei Power BI in der Zukunft, denke ich. Ja, du hast es ja schon am Einleiten gesagt, dass man sich auch so du vom reinen Datenexperten so mit der Power-Plattform in neue Gebiete und Erweitergebiete führt. Bei mir leben ja auch 8 Herzen in meiner Brust. Einmal der alte Power-User, der mit SharePoint Designer seine Anpassung gemacht hat. Und dann der Blick immer auf die Power-Plattform, die sich ja nun exponentiell entwickelt, wo man dann sagt, oh, eigentlich ist es cool, was damit alles machbar ist, aber hat man einfach nochmal den, will man sich da reinhängen? Ich habe immer die Befürchtung, wenn ich mich da reinhängen würde, ich würde dann keine Zeit mehr für Videos und sonst was haben, weil man dann völlig drin eingeht. Es ist aber schon faszinierend zu sehen, wie sich das entwickelt und wie weit das vorangeht. Eins, was wir im Vorgespräch hier auch noch mal uns schon mal unterhalten haben, ist, weil du jetzt gerade die Datenbank ansprachst, was für mich an dieser Power-Plattform immer noch so immer so ein kleines Geheimnis ist, weil ich auch nicht so tief drin bin, ist halt, mit welcher Datenquelle arbeite ich? Ne? Du kannst mit Exchange, Dataverse, SharePoint-Listen, Azure-Datenbanken, es gibt ja so viele Sachen. Nur welche Datenhaltung habe ich? Wo liegen meine Daten, genau, wenn ich in Power-Plattform arbeite? Ja. Und da habe ich ja schon gesagt, Markus, darüber müssen wir mal einen separaten Talk nochmal machen, dass wir das vielleicht mal aufbereiten. Aber genau, diese Power-Plattform entwickelt sich ja wirklich, und ich verfolge das ja auch, weil wir auch diese Bootcamps ja selbst mit Unterstützung, ich unterstützt habe, und da auch immer noch das eine oder andere mitbekommen habe, aber mich tatsächlich nicht so richtig reinbegeben habe. Aber ich sehe zurzeit immer wieder so kleinere Videos, wo die einfach sagen, guck mal, was wir hier gemacht haben, mit Klick, 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 und dann hast du einen Ablauf hinterlegt. Und ich hatte mir auch gerade für das Business TV bei der Planung von Sendeplänen und Ablaufplänen, da gibt es ja auch die Möglichkeit, die einzelnen Programmschritte in, entweder wir haben es da zum Teil über eine Word-Liste, über eine Word-Datei gemacht, eine Tabelle, wir haben es über Planner gemacht, aber die Idee war eigentlich auch, das vielleicht schon mal in eine SharePoint-Liste reinzubringen, wo man dann die einzelnen Beiträge in dieser Kartenansicht auch hin und her verschieben konnte und das vielleicht noch mit Power Automate zu automatisieren und aber das ist, ich sag mal, noch im Gedankenexperiment stehen geblieben. Aber es ist schon toll zu sehen, was man dort auch als Nicht-Programmierer machen kann, obwohl ich natürlich auch, du hast es neulich auch schon mir mal gesagt, ja, wenn du dann richtig loslegen willst und dann das mal aufmachst und dann landest du relativ schnell in irgendwelchen JSON-Skripten oder und sowas, dann ist es dann schon, sollte man schon verstehen, was man da macht, weil es dann zur der Funktionalität nur zuträglich sein kann, um es mal so zu sagen. Also ja, es ist ein guter Einstieg, man kann sehr viel machen und man sieht es ja auch, wer sich mit der Power-Plattform beschäftigt, das sind ja nicht nur wir Nerds, sondern das siehst du wirklich, da kommen Leute aus dem Business, die einfach so ein bisschen technisch affin sind und sagen, ja, dann gucke ich mal und schau mal, ob das auch geht und das funktioniert. Finde ich ganz toll, was da läuft. Und für mich, um das dann einfach mal so nochmal auf die Bild zurückzuziehen, war eigentlich die spannendste Ankündigung, die Power Pages als fünfte Komponente, nicht als fünfte Kolonne, aber als fünfte Komponente in der Power-Plattform, mit der es jetzt möglich sein soll, professionell gehostete Business-Websites zu erstellen, die auf dieser Power-Plattform basieren
und die im Hintergrund halt komplett an die Plattform angebunden sind, wo ich dann, weiß ich was, die Workflows nutzen kann, wo ich die Datenbank nutzen kann und allem drum und dran. Und ich bekomme aber eine komplett gehostete und sauber auch über ein Online-Tool zu designen, auf Basis von Templates, so wenn ich nichts weiter programmieren will, kann ich mir halt meine Website erstellen, habe meine Daten im Hintergrund angebunden für Sachen, ja, gedacht zum Beispiel für Charity, wenn ich irgendwelche Events organisieren will oder irgendwelche Feedbacks einholen möchte oder welche kleinen Prozesse in der Community organisieren will. Hört sich alles sehr schön an. Ich habe dann tatsächlich auch gleich gesagt, wo, wenn das Preview ist, guck mal rein, und hatte tatsächlich auch in ungefähr 20 Minuten eine komplette Website erstellt. Das ging ratzfatz. Bis man dann allerdings natürlich guckt, und irgendwie habe ich aber irgendwo am Anfang auf den falschen Knopf gedrückt, dass ich zwar jetzt meine ganze Power-Apps-Oberfläche aufrufen kann, aber ich nur über den einen Link, über den ich mir gebaut habe, wieder in die sozusagen in den Editor reinkomme, und das Design-Tool, aber über die Oberfläche komme ich nicht mehr rein in Admin. Ich weiß nicht, was ich da falsch gemacht habe. War natürlich wieder, ja, hier, ich klick dich mal durch, guck mal, was passiert. Ja, was passiert? Mist passiert. Also ich muss das nochmal richtig systematisch angehen. Aber es ist auch, sagen wir mal, noch recht rudimentär, was du da machen kannst. Auf der anderen Seite ist es aber auch gleich so gebaut, dass du zu einmal diese Web-Oberfläche hast, wo du dann aufgrund von Vorlagen erstmal so eine Grundstruktur bauen kannst. Dann hast du die Möglichkeit, zusätzliche Seiten anzulegen, hast einen schönen Design-Editor, mit dem du aufgrund von Farbschemata, wie wir sie alle aus Office und so weiter kennen, das auch designen kannst. Hast die Möglichkeit, Datenbanken anzubinden, kannst eine SharePoint-Liste hinpacken und so weiter und so fort. Also das ist alles online da, und wenn es dann sozusagen weitergehen soll, dann gibt es eben die Möglichkeit, es über die API beziehungsweise über entsprechende professionelle Tools mit Visual Code zu verbinden, dann darauf zuzugreifen, und dann kann der Pro-Developer sozusagen in die von dir entwickelten SharePoint-Pages oder Power-Pages eingreifen und die dann weiterentwickeln und weiterarbeiten. Also von der Idee her, glaube ich, sehr richtig, sehr cool, weil dieses Web-Frontend, also Public-Facing-Websites mit Microsoft 365, war ja nie ein Thema. Also abgesehen von diesem, wie hieß das noch, Sway, wo ich immer mit Sway ging, ja, ich sag mal, es funktioniert halt. Ne? Es ist eigentlich irgendwie, es war eine völlig autarke Lösung, also selbstständige Lösung. Aber gab es ja nichts Richtiges. Und das ist jetzt mal so ein Weg in die Richtung. Microsoft hat auch gesagt, ist für Business Cases gedacht. Also ist jetzt nicht, um dein normales WordPress-Blog abzulösen. Also das nicht. Aber ja, und ist sehr spannend. Man kann es, wie gesagt, in der Preview ausprobieren, kann Testversion anlegen, kann sich das mal anschauen. Kann ich jedem empfehlen. Zumal es dazu auch eine super Dokumentation gibt, ja. Also wenn man auf den Link werden wir noch in die Shownotes mit pasten. Wenn ihr auf diese Seite geht, Power Pages in Microsoft Docs, dann gibt es eine komplette Übersichtsseite, wo einmal die Inhalte, die Funktionen beschrieben sind. Dann gibt es Lehrvideos, Anleitungen, Hintergründe und weiter und weiter. Also da hat Microsoft richtig viel Vorarbeit geleistet, dass man sich auch relativ schnell in dieses Thema einarbeiten kann. Also für mich tolle Sache. Hast du dir die auch mal anschauen können schon? Nee, noch gar nicht. Ich leide immer noch unter den quasi dem Vorgänger, den Power Apps Portals. Ne? Das war ja schon mal so ein Versuch, quasi Public-Facing-Websites mit der Power-Plattform machen zu können. Der ist jetzt auch gar nicht unbedingt an der Technik gescheitert, sondern vor allem an der Lizenzierung. Ne? Also das wäre auch dort spannend. Power Apps Portals haben meines Wissens am Ende sehr wenig Leute verwendet, weil die Lizenzierung vielleicht gar nicht mal so teuer ist, sondern einfach so kompliziert. Es ist einfach unglaublich schwierig zu ermitteln, welche Lizenz wirst du dafür brauchen, was wirst du zahlen, wenn du 1.000 User hast, was wirst du zahlen, wenn du 100.000 User hast. Das ist natürlich eine Krux, die man in der Cloud ganz oft hat, ne? Weil die Bezahlung halt so wahnsinnig flexibel ist, lässt sie sich schwer vorhersagen. Aber ich hoffe, dass den Microsoft-Kollegen hier bei Power Pages eine etwas simplere, griffigere Lizenzierung einfällt, damit nicht so vielen Varianten, dass es sich einfach lohnt, das zu machen. Dann würde ich sagen, hat das eine ganz große Zukunft. Also ich habe, wie gesagt, in den Übersichtsseiten gibt es auch einen Bereich Lizenzierung. Ich habe da tatsächlich noch nicht reingeguckt, weil ich auch so ein Schlingel bin, der mal sagt, ich muss erst mal gucken, was die Funktionen machen, und Lizenzierung kümmere ich mich später drum. Ich sehe gerade in meiner Aufschreibung, ich habe natürlich gut vorbereitet, weil den Link dazu, den habe ich auf so einen Kurzlink gelegt, sharepointsocial.de/
Powerpages, alles in Kleinbuchstaben, dann landet man direkt auf der Seite, weil ich, kurzer Einspieler, ich habe ja sonst immer Bitly-Links gemacht, ne? Und Bitly-Links konntest du ja auch immer mit der Free-Version so Custom-Links machen, ne? Also einfach den Link eingeben, dann kriegst du so EYAHB und dann konntest du aber sehen, ah, ich guck mal, ob ich da nicht noch eine Sprechen-URL hinkriege. Komischerweise habe ich das relativ lange nicht benutzt. Es ging jetzt in der Free-Version nicht mehr, ist jetzt ein Premium-Feature. Und genau, habe ich mich gestern darüber geärgert, aber da ich meine eigene Webseite habe, habe ich mir das mal dann auf sharepointsocial.de/powerpages springt genau auf diese Startseite und auf make.powerpages.microsoft.com, da ist der Einstieg zu der, so der Oberfläche, mit der man das dann in seinem Tenant oder in seinem Demo-Tenant einlegen kann. Also lohnt sich garantiert, das sich mal anzuschauen, ist ein schönes zusätzliches Erweiterungstool und definitiv also diese Power-Plattform, hier, es juckt in den Fingern, ja, es juckt tatsächlich in den Fingern, weil man, ich glaube, das merkt man ja auch, wenn man mit Microsoft 365 arbeitet und gerade jetzt auch in den Pandemiezeiten, wo du sehr viel auch online gemacht hast, wie viele Schritte du immer wieder irgendwie machst, du immer wieder nochmal das und wieder das. Und wenn du jetzt mit der Power-Plattform anfangen kannst, das zu automatisieren oder bestimmte Schritte dann nochmal anzureichern, dass bestimmte Abläufe einfach schneller da sind und du nicht mehr wie früher sagst, ja, wo mache ich diese SharePoint-Workflows oder brauche ich da eine Zusatztool, sondern ich habe das halt in dieser Plattform mit drin. Und ich habe mir ja tatsächlich auch mal, wie gesagt, auf YouTube mehrere von der, es gibt, glaube ich, da eine richtige Loop Group. Ich poste mal die Links nochmal in die Shownotes mit rein, die sich wirklich jetzt so in 10-Minuten-Videos immer mal zeigen, was sie so für Abläufe gemacht haben. Ja, so ich habe jetzt hier ein Formular, da möchte ich eine To-Do anlegen, ich möchte das gleichzeitig noch eine SharePoint-Liste anlegen und dann möchte ich noch die das und das machen. Und dann klickt er sich mal so durch, tak, 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 tak. Und in 10 Minuten baut er dir einen kompletten Workflow, mit dem er das automatisiert hat. Und das finde ich, glaube ich, sehr cool. Gerne immer noch das, was du als Einwurf hattest. Ich weiß, am Anfang, das war auch, als für die Power-Plattform ging, war so, oh, guck mal, was man alles Tolles machen kann. Da hat er, ja, aber dann guck mal auf die Lizenzierung. Und dann, wenn du sagst, alles, was in der Demo-Version toll ist, kostet dann nochmal extra. Und wenn du es dann wirklich machen willst, kann es relativ teuer werden. Ich kann jetzt aus eigener Erfahrung nicht sagen, wie es aktuell ist, aber sicherlich muss man es immer noch schauen. Auf der anderen Seite, technologisch, meine Herren, da ist eine Menge möglich und gefällt mir also doch recht gut. Absolut. Bleibt dran. Vielleicht können wir auch darüber einen schönen Podcast führen. Und aber das war jetzt im Grunde genommen ja auch, sagen wir mal, unsere beiden Highlights. Es gab natürlich noch viel mehr Ankündigungen, die es online gab. Was mich, also von der Online, ich habe es ja nur online verfolgt. Ich habe mir halt auch die verschiedenen Sessions, die ich mir ansehen wollte, halt in Backpack gepackt. Ich fand es von der Präsentation her, von der Online-Präsentation auch ganz interessant zu sehen, dass zum Beispiel teilweise die Sessions voraufgezeichnet waren, hatten in der Regel so 30 Minuten, aber in der Regel stand der Präsentator immer dann und hatte rechts neben sich dann praktisch auf der anderen Hälfte des Bildes halt seine Folien. Im Hintergrund hatten sie realen Hintergrund, das war meist vom großen Fenster, wo im Hintergrund dann Blick rauf war im Park oder auf die Straße, das sah auch mal ganz anders aus, was mich ehrlich gesagt nicht enttäuscht, aber irgendwie anders war, das war halt die Keynote von Satya, der da im Grunde ganz alleine stand vorm Bücherregal und dann erzählt hat, was da los war. Da hat man tatsächlich immer, Mensch, eigentlich müsste er doch jetzt vor auf einer großen Bühne stehen, vor einer Audience. Und da habe ich mich dann auch gefragt, warum hat Microsoft die ja jetzt, und dann leiten wir mal toll zum nächsten Thema über, nämlich zu dem lokalen Event, der die Bild ja hier in Berlin begleitet hat, der Spotlight on Germany, wo es ja eine physische Veranstaltung gab mit echten Menschen. Du wirst uns gleich ein bisschen mehr darüber berichten. Warum haben die das denn eigentlich nicht in Redmond gemacht? Und haben Satya da auch eine Bühne gestellt. Ich habe 2 Wochen vorher die Google I.O. gesehen. Da hatten die da in, ich weiß nicht, wo die mal sind, in ihrem Open-Air-Kino da diese ganze Veranstaltung gemacht. Und da waren die auf die Bühne und die haben da, der, ich weiß nicht, wie man heißt, Pavel, ich weiß nicht, die alles vorgeführt haben, war auf der Bühne und man hat wirklich gemerkt, ja, da kam wieder die Energie auf, das Feedback und so weiter. Aber in diesem Fall war es nochmal relativ wenig. Aber wie gesagt, Microsoft hatte quasi in Richtung hybriden Event gesagt, es gibt diese Online-Veranstaltung, aber es gibt eben auch die Vor-Ort-Veranstaltung. Und du warst dabei hier in Berlin am Westhafen, dieser wunderbaren Location. Wie war die? Also total faszinierend, kann ich erst mal sagen.
Also wer nicht da war, also nicht live hingekommen ist, ich rede jetzt mal vom Live-Dasein, der hat eben wirklich was verpasst. Auch die Location am Westhafen. Den Westhafen kenne ich natürlich als Berliner immer als so eine Schmuddelecke unserer Stadt. Es war dann sehr faszinierend, dort mal reinzufahren, wirklich zwischen den Container live zu fahren. Musste mal anhalten, weil unser großer Portalkran rübergefahren wurde. Und es gab eigentlich die ganze Zeit, wenn man reinfährt, fährt keinen Hinweis darauf, dass irgendwo die Microsoft Build kommt. Und dann stand da plötzlich so ein Pappschild. Ich dachte, kann nicht wahr sein. Wer das nicht gesehen hat, der fährt einfach wieder nach Hause und weint. Ich bin dem aber gefolgt und die Location selber ist dann total toll gewesen. Man muss sagen, dass die aus dem Grunde aus zwei großen Sälen besteht und es wurde so gemacht, dass faktisch mit einem Schlag, also maximale halbe Stunde Sessionlänge, das ist ein Trend, über den wir auch mal reden können, den ich ein bisschen hart finde, wurde quasi vom einen Raum zum anderen der Ball rübergeworfen, von einem Moderator zum nächsten, sofort wieder umgeschaltet und dann gab es im nächsten Raum ein anderes Thema. Ja, und es waren natürlich eher deutsch-spezifische Themen, ja, auch nicht nur technische, aber eben auch, ja, viel technische. Wer mehr Technik wollte, für den gab es so Breakout-Rooms, die wurden auch gestreamt, aber die waren natürlich wirklich vor allem für die Leute vor Ort gedacht. Und das Ganze war knallhart hybrid konzipiert. Es gab, anders als wir beide das heute machen, hatten die ein Produktionsteam von 7, 8 Leuten permanent vor Ort, die mit den Kameras hin und her geflitzt sind und die an den Mischpulten umgestellt haben, dass das alles wunderbar smooth durchläuft. Und ich, der ich da war, bin jetzt direkt gespannt darauf, wie es für jemanden gewirkt haben muss, der eben von außen nur zugeguckt hat. Denn es war natürlich schon auch ein bisschen fake für die anderen mit dabei. Für die muss es ja ausgesehen haben wie ein legendäres Event. Ich sag mal ein Beispiel, mit dem sie mich sofort bekommen haben. Sie hatten eine Liveband. Sie hatten eine richtige 6-köpfige Liveband neben der Bühne, die am Ende jedes Vortrags tierisch losgelegt hat, herrliche Soul- und Funk-Klassiker eben gespielt hat, ja, und dann wurde eben ausgeblendet und in einen anderen Raum geblendet. Da muss natürlich jeder gedacht haben, und die Band spielt weiter und alle tanzen bis in den Morgen. Das stimmt nicht. Sobald umgeschaltet wurde, hat die Band sofort aufgehört. Die Sängerin hat sich hingesetzt, angefangen an ihrem Handy zu spielen. Dann lief da eben der andere Raum, ja. Also bestimmt war das für die Zuschauer von außen total faszinierend. Wenn man live da war, war es auch wirklich, wirklich toll, mal wieder die Leute zu treffen, das ist klar. Aber es war natürlich auch alles hervorragend hergerichtet. Es gab eine kleine Lounge-Atmosphäre fast vor jeder Bühne und in diesen Lounge-Sesseln haben natürlich immer Leute gesessen, was so schön bequem war. Das heißt, man hatte immer bei der Aufzeichnung den Eindruck, es ist alles voll Leute, denn die saßen natürlich vor der Bühne in den Lounge-Sesseln herum. Ja, also der Event war aber auf jeden Fall, würde ich sagen, voll gültig, sowohl für hybride Zuschauer auch, als auch für Leute, die da waren, absolut wertvoll da gewesen zu sein. Also ich finde auch von der Konzeption her, wie gesagt, ich war leider nicht da, aber von dem, was ich auch so gesehen habe und so weiter, fand ich das eigentlich eine richtig coolen Ansatz, dass du hast irgendwo quasi diesen weltweiten Event, wo die News verteilt werden, wo die Ankündigungen sind, wo dann auch in der großen Konferenz online halt die Fachvorträge sind und wo dann eben 30 Minuten lang kurz erklärt wird, das ist jetzt Power Pages, das funktioniert so und so und so und so und so, also diesen richtigen Fachvortrag, den du auch gerne online angucken willst, da brauchst du jetzt auch nicht so viel Interaktion. Dann hattest du aber auch viele Online-Panels und dann hat man aber tatsächlich als hybriden Ansatz gemacht, wir treffen uns, während diese Veranstaltung online läuft, treffen wir uns hier an diesem Ort. Wir bauen ein eigenes Programm in der Landessprache, Spotlight on Germany, was ja auch mal so mit den hinsichtlich der sonstigen Online-Geschichten nicht unbedingt immer üblich war, sondern immer alles in Englisch. Da machen wir ein eigenes Programm. Da beziehen wir uns immer auf das, was quasi online von weltweit vorgegeben ist, verknüpfen das. Ihr habt auch dort die Möglichkeit, vielleicht das eine oder andere zu sehen. Wir streamen von dort auch das nochmal, zeichnen das auf, packen das dann in die sozusagen ins Archiv mit rein, was man sich heute dann auch nochmal anschauen kann, bieten aber dann vor Ort auch nochmal ein anderes Programm, auch den Austausch, eine andere Atmosphäre. Und übrigens, Microsoft hat ja schon mal in dieser Location eine MS-Build gemacht. Das war vor 5 oder 6 Jahren war das da.
Und übrigens standen da auch damals Pappschilder drauf, um das hinzuführen. Also das ist Tradition. Das gehört einfach zum Westhafen mit dazu. Das ist eine coole Sache. Da habe ich damals den Alexander Oelling getroffen, der damals dieses Thema Beacons gemacht hat. Den haben wir dann in unsere User Group mit eingeladen, wo er uns einmal einen Vortrag gehalten hat, was diese Beacons sind. Und weil seine Firma damals bei Microsoft tatsächlich an dem Bluetooth-Stack für Windows 10 mitgearbeitet hat. War eine coole Sache. Aber es war halt, sowas triffst du halt nur auf einer Veranstaltung, wo du dann mal mit Menschen wieder reden kannst. Aber insofern, diese Idee davon, wie das aufgesetzt war und wie das gemacht worden ist, das fand ich toll. Du hast ja auf dieser Veranstaltung jetzt gesagt, für diesen Podcast, du schlüpfst mal in die Reporter-Funktion und hast einfach auch noch zwei O-Töne mitgebracht von Menschen, die auf der Veranstaltung waren, die du kanntest und die sich was geäußert hast. Wer war denn dabei? Also das Entscheidende war für mich ja eben dieses Treffen. Ich wollte diesen Effekt rüberbringen, dass man da auch wieder Menschen trifft. Also nicht nur, indem man sich vor die Bühne stellt, weil die was erzählen, sondern man kann die live nehmen und fragen. Und das wurde auch rege von anderen Leuten genutzt. Ich musste direkt ein bisschen warten, bis ich einen Slot bekam. Und als erstes habe ich einen bekommen beim Christian Glessner, den wir ja auch schon gemeinsam in ein paar Podcasts quasi verarztet haben oder schon oft dabei hatten als Gast, auch wir zu dritt schon mal zusammen von der Firma Honolux. Der ist ja Microsoft MVP und natürlich hat er, und deshalb habe ich ihn gefragt, hat er das größte aller Themen gehabt, also das populärste Thema, das Metaverse. Ja, ja. Quasi er war wie der Rockstar der Veranstaltung, deshalb war ich sehr stolz, dass ich den Rockstar mal bei der Seite nehmen konnte. Und er hat in der gewohnten Offenheit berichtet, was er selbst von Microsoft und dem Metaverse hält. So kennen wir ihn. Und deshalb spiele ich das einfach mal mit ein. Also erzähl doch mal, Metaverse, du bist ja jetzt unglaublich populär durch dein Wissen. Ich habe Microsoft nie mit Metaverse assoziiert, so richtig. Was machen die denn da? Ja, tatsächlich muss ich an der Stelle sagen, Microsoft hat es auch die ganze Zeit mehr Mixed Reality genannt im Marketing. Ja, aber Microsoft macht natürlich viel im Metaverse. Ich meine, das ist so, ich würde für mich persönlich denken, so vorher gab es Cloud Computing und jetzt ist so das nächste Ding halt Metaverse. Mhm. Und ich will auch mal so sagen, was das genau ist. Da streitet man sich auch noch drüber. Es ist so ein bisschen, wenn wir heute über das Metaverse reden, ist so ein bisschen wie damals im Internet, wenn du in den 80er Jahren dann überlegt hättest, wie heute das Internet aussieht, dass da halt ganze E-Business-Plattformen entstanden sind oder Plattformen wie Teams, was ja alles auf dem Ursprungs-Tech-Stack war, das hätte sich damals wahrscheinlich auch keiner können vorstellen. Und das Metaverse ist eigentlich auch so ein riesen Umbrella-Begriff. Im Prinzip reden wir von einer neuen Evolution-Revolutionsstufe des Internet. Und ich würde grob sagen, alles wird irgendwie dreidimensional. Wir hatten jetzt jahrelang alles zweidimensional, jetzt wird alles dreidimensional. Denn da kann man sich jetzt drum streiten, ist dann zum Beispiel Remote Assist schon Metaverse oder manche sagen, es muss halt auch noch die Social-Komponente da drin sein, wie Old Space VR. Es ist ja ein sehr großer Umbrella-Begriff. Und ja, Microsoft baut ja eine Plattform Mesh und Mesh for Teams und hat da natürlich sehr, sehr gute Chancen, halt auch der Leader, ich sag's mal, im Business-Metaverse zu werden. Weil wenn man eine Kommunikationsplattform hat und Teams hat sich ja da durchaus durchgesetzt und man hat Security, Compliance-Themen etc. und hat dann praktisch einen nahtlosen Übergang von diesen 2D zu 3D-Technologien, dann hat man halt einfach eine Pole-Position in dem Marktsegment. Was jetzt auf der Bild vielleicht für viele ein bisschen enttäuschend war, die hier dabei waren. Microsoft hat wieder viel vorgestellt, aber halt wieder keine konkreten Release-Daten genannt. Da haben wir natürlich viele darauf gehofft, ja, dass jetzt halt einfach auch mehr Konkretes kommt. Das ist praktisch alles wieder gezeigt worden, nochmal ein bisschen tiefer. Und die Nachfrage nach dem Thema ist vielleicht wirklich, seitdem sich Facebook Meta genannt hat, ist halt explodiert. Ja. Mittlerweile habe ich am Tag, würde ich sagen, wirklich durchschnittlich 3 Calls mit großen Firmen, sogar nicht nur in Deutschland, auch ganz viel in Asien, die alle sehr, sehr interessiert sind an dem Thema Metaverse und alle warten sehnsüchtig auf Mesh. Und natürlich haben viele vorher noch geschrieben, vor Vorfreude hier, dass sie jetzt hoffen, dass sie jetzt Mesh probieren können. Und ja, das terminlich wurde halt nichts genannt. Ja. Aber Microsoft wird definitiv einer der Keyplayer in dem Bereich. Ist er nicht wunderbar in seiner Ehrlichkeit?
Also erzähl doch mal, Metaverse. Sorry, ich stelle gerade fest, der Tascam-Mixer bräuchte noch eine Funktion, wo mir zeigt, wie lange noch das der Einspieler läuft. Ja, es ist Christian, das ist... Ich habe tatsächlich mit ihm, Christian, habe ich einen meiner ersten Interviews 2008, glaube ich, auf der DMS Expo geführt, wo er uns über sein Tool berichtet hat, mit dem man, wie war das? Er hatte irgendwie so eine Action gebaut, mit der du in SharePoint Designer ganz krude Sachen machen konntest, indem du einfach einen Webpart eingebaut, wo du jeglichen beliebigen Text, Code ausführen lassen konntest. Crazy. Und der hat mir auch, bin von ihm auch mein Virtual Reality Experte. Seitdem ihr mir mal die Quest 2 zur Verfügung gestellt habt, habe ich auch nochmal einen ganz anderen Eindruck davon bekommen. Ich kann übrigens gleich sagen, am 16.06. findet hier in Berlin bei Microsoft im Atrium unter den Linden von 17.45 Uhr an ein Mixed VR Event statt. Es gibt nämlich zu dem Zeit irgendwie eine große Online-Ankündigungskonferenz von Microsoft und Christian und sein HoloLux-Team machen dort eine Präsenzveranstaltung, zu der ich mich jetzt auch schon angemeldet habe, am 16.06. hier unter den Linden. Genau. Ja, aber das ist klar, Metaverse, da reden ja alle drüber, keiner weiß, wo es so richtig ist, aber definitiv ein Thema, wo jetzt auch alle drin spielen. Ne? Absolut. Naja, und dann bin ich halt in den Gängen auch auf meine lieben Data- und AI-Kollegen getroffen. Das sind natürlich Leute, die mich in allererster Linie interessieren, unter anderem auch die reizende und kompetente Olivia Klose. Die ist ja von Microsoft und dort Global Partner Technology, kann ich gar nicht aussprechen, Technology Strategist. Das heißt, sie hilft Microsoft-Partnern, wie ja auch mir, die richtige Technologie auszuwählen an der richtigen Stelle. Und das war jetzt ja quasi nach dem ersten Tag der Build, da war noch nicht alles raus. Aber ich habe sie einfach mal gefragt, was aus ihrer Sicht im Themenbereich Data und AI jetzt die großen Highlights sind. Also was ich doch ganz cool finde jetzt von den Neuigkeiten eben diese Integration von unterschiedlichen Services. Also das gab es ja schon länger hier mit Azure Synapse Link für CosmosDB, aber was jetzt auch noch dazugekommen ist mit hier für SQL, das finde ich eigentlich schon sehr cool, weil das war ja immer so ein Painpoint, dass man da unterschiedliche Services da hatte, okay, in dem einen Portal und dann in dem anderen Portal und das jetzt alles schön in Synapse Analytics. Und das andere, was ich persönlich auch cool finde, ist eben diese Ledger, das Ledger-Feature dabei SQL, weil man sieht das natürlich bei so vielen Kunden-Engagements, hier Datenintegrität, wir sollen da ein Audit-Verfahren dann noch durchgehen, wie können wir das denn jetzt wirklich gewährleisten? Und dass dieses Feature jetzt vom Preview jetzt auch in GA geht, das sind so, glaube ich, meine Highlights. Schön, ja, danke, super. Also, das reicht mir schon total, weißt du? Ja, und wie man eben hört, wenn Sie schon, ja, aus der ganzen Data- und AI-Welt dieses relativ, ich sag's mal, langweilige Ledger-Feature in den Vordergrund stellt, dann muss man vielleicht zusammenfassend sagen, ja, da ist eben nicht mehr ganz so viel Musik drin. Das große Buzzword ist da immer noch Azure Synapse. Das entwickelt sich wahnsinnig schnell weiter. Aber da wurde ja eine Zwangsvereinigung vollzogen vom Power BI-Team und vom Synapse-Team. Ja? Und daran, das wird ganz toll werden, wenn es mal fertig ist, aber an dieser Vereinigung arbeiten sie eben noch sehr intensiv deshalb ist da noch nicht oder in letzter Zeit nicht so viel passiert. Wo sie recht hat, habe ich mit ihr dann auch länger drüber diskutiert, dieses Synapse Link for SQL, was ist denn das eigentlich? Das bedeutet, dass man in Synapse definieren kann, dass er alle Transaktionen aus seiner SQL-Datenbank ja quasi in Echtzeit sofort im Synapse-Server hat, wo man dort Abfragen drauf machen kann, ohne die Produktionsdatenbank zu belasten. Und das ist ja übrigens genau das Versprechen hinter SAP HANA auch seit Jahren, dass auch HANA faktisch eine ERP-Datenbank ist, auf der man auch Analyseabfragen machen kann. Und die sind so schnell, dass man gar nicht mehr eine zusätzliche zweite Datenbank, Data Warehouse, Data Mart oder so, braucht. Und das hatte Microsoft schon eine ganze Zeit mit der CosmosDB drunter. Ja, okay, super sexy für Leute, deren Quellsystem die CosmosDB ist. Das ist ja vielleicht eher selten. Aber für Leute, die deren Quellsystem eine Azure SQL Datenbank ist, da gibt es schon ein paar mehr. Und die kriegen jetzt diese Funktionalität auch serviert. Ja,
mit Synapse Link für Azure SQL. Und das ist in der Tat ein Schritt nach vorn. Aber ansonsten kann man zusammenfassend sagen, Data und AI, es gibt immer überall eine Menge Neues, aber auch Olivia sagt ja, die Integration macht's, dass es jetzt alles unter einem Portal ist und durch Bruchtechnologien sind noch nicht zu vermelden. Ja, ich glaube auch diese persönlichen Kommentare sind immer das, was ja so das Spezielle ausmacht. Ich meine, ihr wisst alle, alle Ankündigungen der Bild kann man sich im Book of News runterladen, dann hast du da 60 Seiten mit 1500 Einträgen, wo dann alles drinsteht. Ja, aber es ist natürlich immer so, gerade auch so bestimmte Dinge, die schon ein bisschen länger da sind, wo du sagst, das ist jetzt nicht übrigens das Superspannende, aber es gibt neue Verbindungen und neue Sachen dafür. Das ist ja auch für diejenigen, die sich bisher damit schon beschäftigt haben, vielleicht interessant oder auch für neue. Und ich meine, ich kriege ja auch immer noch Anfragen, von Menschen, die dann sagen, sag mal, da gibt's doch sowas wie SharePoint, wie kann man damit auch, es ist tatsächlich so, nach 22 Jahren gibt es immer noch Leute, die mit SharePoint wissentlich nichts zu tun haben, die aber sich dafür interessieren, was ja auch toll ist, und insofern glaube ich, ist das auch mal ganz gut, darauf hinzuweisen. Ich wollte nur noch mal ganz kurz anmerken, dass Olivia natürlich auch in diesem Podcast schon vertreten war. Ich weiß nicht, wie viel Jahre es zurück war, aber es ist eine ganze Zeit zurück gewesen, dass sie auch schon mal mit dabei war. Die ganze Zeit zurück ist ja angesichts ihres jugendlichen Alters erstaunlich, muss man sagen. Ja, aber du siehst, ich sag mal so, in diesem Podcast hat man sich immer schon bemüht, also insbesondere auch ich, weil ich ja den mache, was für ein Schwachsinn wieder, dass man immer die Leute mal rausfindet, von denen man denkt, ach guck mal, das ist ja interessant, was hat die für ein tolles Thema, was hat der für ein tolles Thema, habe ich noch nie gehört, und das ist ja auch letztlich so ein bisschen das, was auch dazu führt, dass dieser Podcast irgendwie nicht sterben soll, sondern dass man ihn einfach weiterführen soll. Und ich freue mich ja einfach. Ich habe übrigens auch sozusagen festgestellt, dass mir tatsächlich diese Online-Interviews gar nicht, das habe ich auch so wenig gemacht in den letzten 2 Jahren, überhaupt gar nicht mehr so gefallen haben, weil es ist einfach viel besser, wenn man sich vor Ort trifft und das mal vor Ort macht. Das werden wir jetzt auch mal natürlich irgendwie weitermachen. Das ist heute einfach nur noch mal dem Tool hier geschuldet und auch dem Setup. Genau, und dann wollte ich gerade noch sagen, was du alles erzählt hast, finde ich auch immer wieder spannend, weil das sind ja auch für mich Bereiche, die eigentlich so einen Reinhard-May-Effekt haben. Kennst du dieses Lied Annabelle? Ach, natürlich, du bist so herrlich intellektuell. Mit dem Quote sozusagen, ich könnte dir stundenlang zuhören und ein Wort zu verstehen, das ist so. Also, ja. Das ist, ja, aber solange gut. Solange du es positiv verstehst, das ist gut. Ja. Aber nein, das ist, ich muss es auch nicht verstehen. Ich finde es immer nur toll, dass man auch so Ansätze bekommt, wo ich dann ja tatsächlich auch mal wieder reinschaue und sage, ach guck mal, das geht auch. Und das ist ja, das sind auch Dinge, die man so im Hinterkopf behält, wenn du dann irgendwo was in Seiten liest oder ähnliches, man kann es anders einordnen und so weiter. Ja, vielleicht auch nochmal zum Event-Feedback. Also ich glaube, das war, wenn ich dich auch so gehört habe und auch so vom Remote-Zuschauen, war das, glaube ich, eine ziemlich coole Aktion, die Microsoft mit der MS Build gemacht hat, so in der Kombination, im Ansatz, auch von der Idee her, wie man das umsetzt, kann ich mir gut vorstellen, dass so eine hybride Veranstaltung wirklich laufen wird. Ich war ja auch noch auf einer anderen hybriden Veranstaltung, dem AMS Summit Berlin, der war so 2 Wochen eintägige Veranstaltung von der AMS-Community durchgeführt. Im Telekom-Hub hier in der Winterfeldstraße in Berlin vom Hans Brender und dem Patrick und dem ganzen Team organisiert. Es gab 3 Räume vor Ort mit Live-Vorträgen und es gab 2 Räume virtuell mit Online-Vorträgen. Die Live-Vorträge hatten sie auch aufgesetzt, Kamera und Livestream für jeden dieser 3 Räume in unterschiedlichen Teams-Kanälen und genau, und es war eine kleinere Gruppe. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Teilnehmer tatsächlich vor Ort waren, aber es waren doch eine ganze Reihe vor Ort. Es war schön, viele wiederzusehen, mit ihnen sich auszutauschen. Es gab einige technische Probleme beim Livestreaming. Ganz einfach, gar nicht mal so als, ist es einfach so, wenn du dann hergehst und musst das vor Ort aufbauen und dann hast du halt alles Freiwillige, die das machen, die auch sich natürlich wunderbar drum kümmern, aber es sind aber so kleine Sachen, vielleicht ist dann hier mal der Chat nicht bedient worden oder vielleicht hier mal das andere nicht funktioniert. Ich selber habe auch einen Vortrag gemacht zum Thema Live-Events. Und hatte mir dann tatsächlich gedacht, ich mache dann so den Vortrag, den ich auch immer online gemacht habe, mal ein bisschen vor Ort. Und 2 Tage vorher kam mir darauf, habe ich gesagt, nee, so ein Quatsch, ich mache das anders, ich mache das völlig anders. Ich nehme einen Tisch, packe meine ganzen Kamera, Mikrofon und sonstigen Teile aus und sage, liebe Teilnehmer, die ihr vor Ort seid, wir machen jetzt mal von 0 auf 100
ein Live-Event und bauen die mal komplett auf. Ich zeige euch mal, wie ich das in eCam mache, wie ich das mit den Kameras mache, was die Kameras können. Und wir filmen das einfach ab und die von draußen zuschauen wollen, können sich das angucken. Aber wir kümmern uns jetzt nicht speziell darum, ein Programm fürs Offline zu machen. Und auch wenn es nur eine kleine Gruppe, die mit dabei war, hat es echt super Spaß gemacht, das mal zu zeigen. Wir hatten einen riesengroßen Monitor im Hintergrund, wo dann auch mal die eine oder andere Folie nochmal gezeigt wurde, wo dann so Übersichten drin waren. Aber ansonsten habe ich halt die mobile Kamera genommen und bin dann mal rumgegangen, habe gezeigt, wie sowas funktionieren kann, wie auch der Ton rüberkommt und auch mal so Schritt für Schritt das gemacht. Und es war nochmal, also für mich hat es echt super Spaß gemacht, weil man das einfach nochmal die Challenge auch gemacht hat. Klappt das alles so? Funktioniert das so? Muss ja sehen, lockt sich das dann ein? An zwei Stellen hatten wir auch ein kleines Problem, als ich gesagt habe, wir wollen mal den automatischen Follow-Modus, also den Sprecher-Follow-Modus der MivoCam mal zeigen. Und die wollte nicht so, weil plötzlich zu viele Gesichter zu sehen waren. Sie wusste nicht, wem sie folgen sollte. Aber das war auch dem Setup geschuldet. Das war einfach so, wo ich gesagt habe, also ich als Sprecher, wenn ich vor Ort bin, ich würde mich jetzt tatsächlich lieber darauf konzentrieren, was vor Ort mit den Menschen ist und natürlich auch dann gerne zwischendurch. Und das ist auch was, was man sicherlich virtuell kaum hinkriegt, diesen Austausch, wo du mit einfach mit jemandem, den du jetzt 2 Jahre nicht mehr getroffen hast, dich hinsetzt und sagst, Mensch, wie ist dir ergangen? Was hast du gemacht? Was sind denn seine Erkenntnisse? Was ist interessiert dich? Und man nochmal eine ganz andere Geschichte hat. Also insofern war die Veranstaltung eine gute Erfahrung, hat, glaube ich, auch gut funktioniert mit den Einschränkungen, die da drin waren. Es hätten natürlich auch mal, wie man so sagt, es könnten mehr Leute sein, aber das muss ich auch, glaube ich, auch alles erstmal einspielen. Dieses Thema, dass auf die Veranstaltung vielleicht auch noch nicht alle hingehen, kann ich mir auch vorstellen, dass da auch erstmal wieder so ein bisschen Schwung reinkommen muss, aber ja. Ja, da muss ich zum Microsoft Spotlight on Germany von der Bild noch sagen, das war ja das, was einem vor Ort fast das Herz gebrochen hat, wie leer es war. Es waren so wenig Leute da. Dabei hätte diese Veranstaltung, gerade für Studenten, wo es ja in Berlin viele gibt, hätte diese Veranstaltung voll aufs Schwarze getroffen. Die wären begeistert gewesen, die hätten lecker umsonst zu essen bekommen. Und Microsoft hat einen unglaublich guten Eindruck abgegeben, was wahnsinnig divers, wahnsinnig inklusiv, wahnsinnig modern. Sicherlich war das auch virtuell zu sehen, aber es waren einfach super, super wenig Menschen wirklich echt vor Ort gekommen. Grund, ich habe mich da natürlich erkundigt bei den Microsoft-Kollegen, warum ist das so? Da war der Grund vor allem, dass Microsoft erst vor ganz kurzer Zeit überhaupt erlaubt hat, dass wieder Veranstaltungen mit Anwesenheit geplant werden können. Das heißt, die mussten das in den letzten Wochen ganz fix zusammenstoppeln, unter hohem Druck. Denn bis vor kurzem davor wäre es nicht gestattet gewesen, dass Microsoft der Anlass ist, dass so viele Menschen zusammentreffen. Wenn dann ein Superspreader-Event draus wird, hätte sich Microsoft ja für Jahre verbrannt gefühlt. Demzufolge waren die unter ganz, ganz hohem Zeitdruck. Und Gott sei Dank ist es eben auch noch virtuell passiert und dadurch war die Reichweite größer. Ich sag mal, für die gefühlt 80, 90 Leute, die da waren, wäre es wirklich nicht nötig gewesen. Aber ich glaube, auch wenn sozusagen das Feedback ist, muss ich sagen, ich finde es trotzdem gut, dass man sowas macht. Das ist klar, mit der Ankündigung, das fand ich auch, dass es relativ kurzfristig angekündigt wurde. Aber ich sag mal, wenn ich deine Schilderung höre und auch so, was ich so empfunden habe, fand ich das eine coole Idee, einen coolen Ansatz, auf den man dann in Zukunft aufbauen kann. Und wenn man das jetzt nicht ausprobiert und die Leute auch wieder zu motiviert zu kommen und zu sagen, guck mal, das war jetzt nicht einfach wie früher, sondern es war jetzt halt ein bisschen anders, wir haben es anders gemacht, es gibt sowas, ist es, glaube ich, der richtige Weg, wieder in eine halbwegs Vor-Pandemie-Kultur zu kommen, um wieder Events zu machen. Und ich sag mal so, Anlässe oder Möglichkeiten zu schauen, wie das gemacht wird mit Events, gibt es in Berlin genug in den nächsten Wochen und Monaten. Damit würde ich ganz gerne zu dem kleinen Ausblick kommen, den ich euch geben würde. In der nächsten Woche vom 8. bis 10. findet tatsächlich mein Ticket von der Republika 2020, was ich gekauft hatte und nicht einlösen konnte, endlich die Möglichkeit, sich in eine reale Veranstaltung umzuwandeln, denn die Republika findet wieder statt, die alte Bloggerkonferenz, nicht mehr im am Gleisdreieck da in der, wie hieß das, in dem alten Post, wie heißt das, Station, sondern die ziehen jetzt nach Kreuzberg
in eine andere Location, ist wahrscheinlich ein bisschen kleiner, aber freue ich mich schon drauf. Unter anderem habe ich gesehen, dass Kate Crawford von Microsoft kommt und einen Vortrag hält, die ich vor ein paar Jahren auch mal gesehen habe, die sehr stark in diesem Thema Bias and AI vorbei, also die Auswirkungen, wie AI auf Vorurteile und entsprechende diese ganze Problematik reagiert. Da freue ich mich schon drauf, wenn ihr Vortrag kommt. Und ich glaube, Günther Dück kommt auch wieder mit seinem Vortrag. Also es werden sich wahrscheinlich viele wieder treffen, die aus dieser ganzen Republika-Ecke kommen. Also freue ich mich drauf. Bin auch gespannt, wie sie das dann vor Ort machen werden. Dann kommt am 23.06. eine Veranstaltung, die es auch hier in Berlin schon mehrfach gab, vom Bundesverband der Deutschen Arbeitgeberverbände, ist das, glaube ich, plus Microsoft zusammen, nennt sich Future Work am EUREF Campus, an dem großen alten Gasometer, wo eine mehr oder minder bekannte Elektroautofirma auch ihren Sitz mit hat, wo sowieso auch dieses EUREF-Zentra ein Elektro-E-Mobil-Zentrum hier in Berlin ist, wo zum Beispiel diese kleine selbstfahrende BVG-Bus ja entwickelt worden ist und so weiter. Tolle Location, gab es schon dreimal und da freue ich mich auch wieder total dahin gehen zu können. Und dann eine meiner Lieblingskonferenzen hier in Berlin, die Intranet Reloaded von der V-Connect, die ich ja nun auch schon seit 7 Jahren immer mit meiner Anwesenheit beglücken darf, findet vom 27. bis 28.06. auch hier in Berlin statt. Da habe ich tatsächlich auch, kann ich mal wieder ein World Café machen. Ich bin total happy zum Thema hybride Events und werde natürlich die Feedbacks, die ich aus diesen Veranstaltungen habe, mit einnehmen und mit reinpacken. Ja, so, das hast du auch bei dir noch eigene, ach so, und den 16.06. habe ich jetzt auch gerade noch erwähnt mit dem Mixed Reality Event, wo halt HoloLux mit Christian und seinem Team und Microsoft hier in Berlin in den Microsoft Niederlassung im Atrium diese Online-Event mit begleiten werden. Ich muss, glaube ich, eigentlich meine Quest 2 mitbringen, damit ich dann gleich auch virtuell mit dabei sein kann. Hast du auch irgendwelche Events aus deinem Bereich? Außer Data- und AI-Welt, wir sind da noch nicht so weit. Ich meine, du bist ja auch immer vorne dran, weil es ja auch zum größten Teil dein Thema ist. Weil man natürlich solche Veranstaltungen dann gerne mit dir macht, weil du mit den ganzen Kameras und Geräten und so kommst und das dann auch quasi weiter multiplizierst. In der Data- und AI-Welt ist es noch deutlich zurückhaltender. Und was wir jetzt machen, zum Beispiel von der SQL Pass beziehungsweise vom Data und AI Meetup Berlin, machen wir ja immer regelmäßig alle 2 Monate unsere Vorträge. Und wir gehen jetzt dazu über, dass wir die faktisch mit Public Viewing machen. Also wer kommen möchte, der wird dann einfach, der kommt vor Ort hin. Der Sprecher ist oftmals eben nicht da. Im August haben wir einen Sprecher, der auch da ist, aber jetzt ist eben keiner da. Dadurch haben wir aber gleich einen Menschen vom Microsoft-Produktteam, in dem Fall von Synapse Analytics. Der wird uns da virtuell vorgestellt. Die meisten Leute werden sich natürlich auch nur virtuell anschauen, aber die möchten, kriegen natürlich vor Ort von unserem Sponsor Bier und Pizza. Und wir probieren mal diese Form des hybriden Events aus. Ja. So, und ganz zum Schluss will ich noch auf ein kleines Angebot hinweisen, das es auf LinkedIn gibt, wo ein Herr Ratz ja mittlerweile einen LinkedIn-Kurs hat. Erzähl mal ein bisschen was dazu. Du hast dich ja tatsächlich als, muss ich sagen, Hut ab vor dieser Leistung. Du hast dich ja vor einigen Monaten hingesetzt und jeden Freitag so ein 10-Minuten-Video rund um dieses ganze Power BI und das ganze Data-Thema. Jede Woche hat er einen online gestellt und daraus ist jetzt tatsächlich auch ein LinkedIn-Kurs geworden. Das stimmt. Also LinkedIn hat mir die quasi en bloc abgekauft. Vorher waren die natürlich umsonst, quasi User-Generated Content. LinkedIn hat mir die abgekauft und verbreitet sie jetzt über seine Plattform, also über LinkedIn Learning. Da müsste man normalerweise ja eine LinkedIn Premium-Mitgliedschaft für haben. Aber für meinen Kurs habe ich raushandeln können, dass eben immer ein Video eine Woche lang quasi umsonst zu sehen ist. Und die werden normalerweise am Dienstag immer veröffentlicht. Und auf jeden Fall mal einfach vorbeischauen. Das sind so ganz flapsige Videos eben. Jetzt nur zum Thema Power BI, sonst auf YouTube war ich ja wesentlich breiter, eben Microsoft Data und AI allgemein, aber da wird am Ende ein fertiger Power BI-Kurs draus werden,
der dann fast 40 Videos umfasst, wo man dann eben auch Tipps und Tricks sich rausholen kann. Und wie gesagt, immer häppchenweise ein Video jede Woche umsonst. Kündige ich auch auf LinkedIn immer an, was gerade das neue Video ist und so. Also vielleicht auch ruhig mal reinschauen. Und ich bin jetzt eben vom Freitag auf den Dienstag geswitcht. Und du machst dann aber trotzdem jede Woche, also kommt jetzt sozusagen der LinkedIn-Kurs oder machst du zusätzlich noch deinen YouTube jeden? Nee, im Moment genieße ich das sehr, dass dieser LinkedIn-Kurs ja vorproduziert ist. Das heißt, die Dinger gibt es schon und ich muss nicht mehr wirklich jede Woche einem neuen Video hinterher flitzen. Auf der einen Seite genieße ich es, auf der anderen Seite war es aber auch ein Kitzel, ein Antrieb. Ich meine, das findest du ja gerade selbst, wenn es um diesen Podcast geht, ja. Es ist ein Antrieb, der einen raustreibt, der heißt, man setzt sich nachts nochmal hin. Das passiert nur deshalb, weil man eben unter diesem selbstgemachten Termindruck steht. Und das, ich freue mich auch schon wieder drauf, wenn es weitergeht, wenn nämlich der LinkedIn-Kurs quasi komplett ausgesendet, versendet ist, dann muss ich wieder ran, jede Woche. Super. Ja, Markus, dann vielen Dank, dass du Zeit hattest, heute mal mit in diese, ich sag mal, den Relaunch, kann man ja sagen, Relaunch. Ich muss auch noch ein neues Logo machen, na egal. Den Rudolf vom Sherpa Podcast zu kommen, vielen Dank. Wir werden uns öfter in den nächsten Wochen, Monaten unterhalten, definitiv. Und uns auf Veranstaltungen sehen und gucken. Und liebe Hörer, vielen Dank. Shownotes gibt es noch ein paar Links, die ich jetzt hier zusammengestellt habe. Und ansonsten, Feedback freue ich mich immer. Und ansonsten sagt Tschüss, bis zum nächsten Mal, der Michael Greth. Das war der SharePoint-Podcast. Das auditive Update für den engagierten SharePoint-Anwender. Feedback und Kommentare bitte auf sharepointpodcast.de. Auf was? Ach, auf Wiedersehen, ja.